In diesen Minuten entscheidet sich das Schicksal von RBB-Intendantin Patricia Schlesinger. Der Rundfunkrat der öffentlich-rechtlichen Anstalt tagt. Es geht um die Modalitäten des Ausscheidens der zurückgetretenen Intendantin. Es steht auch eine sofortige Abberufung im Raum, sprich eine fristlose Kündigung. Wenn es nach den Mitarbeitern des RBB ging, wohl eine angebrachte Lösung. Geld zurück ins Programm. Bloß nicht weiter so. RBB-Mitarbeiter protestieren lautstark vor dem Haus des Rundfunks in Berlin und sind vor allem eins: wütend. Der Grund? Die Skandale rund um die Ex-RBB-Intendantin Patricia Schlesinger. Die Mitarbeiter machen ihrem Ärger ordentlich Luft. Wenn man jetzt hört, dass andere sogar noch Boni dafür bekommen haben, dass freie Mitarbeiter eingespart wurden, dass Programme weggefallen sind, Sendungen weggefallen sind, dann macht einen das schon ziemlich sauer. Ja? Das ist die erste Möglichkeit für die Belegschaft, den Protest, den wir ja schon intern hatten, nach außen zu tragen. Was für mich absolut die Alarmglocke hat läuten lassen, als es zum ersten Mal Thema wurde, während gleichzeitig am Programm gespart wird. Und ich erinnere mich auch, dass die Intendantin, Ex-Intendantin Gott sei Dank, mal gesagt hat, wir haben hier gespart und bis es knirscht und wir haben überall gespart und jetzt bleibt uns nichts anderes übrig, um auch mal am Programm zu sparen. Und wenn man das jetzt so sieht, wofür das Geld verprasst wurde, dann ist das ja wohl alles Lüge. Die aufgebrachten Angestellten haben an den Rundfunkrat des RBB und die Sondersitzung zur Causa Schlesinger klare Forderungen. Wir fordern, dass für die zukünftigen Geschicke dieses Hauses die Belegschaft gehört wird und eingebunden wird. Also ich von den Rundfunkräten erwarte ich wirklich, dass sie wirklich endlich mal aufwachen und das ganze Ausmaß dieses Dilemmas hier begreifen und wirklich eine fristlose Kündigung aussprechen. Der RBB. Er steht vor einer Zerreißprobe. Wir haben vorhin darüber berichtet. Sie haben die Bilder gesehen von protestierenden Mitarbeitern des RBB, also die eigenen Mitarbeiter des Rundfunks Berlin-Brandenburg. Geld zurück ins Programm hatten sie gefordert. Stopp den Filz, Boni zurückzahlen, bloß nicht weiter so. Jetzt die Eilmeldung, es geht nicht weiter so. Der RBB-Rundfunkrat hat die Intendantin Patricia Schlesinger gefeuert. Eine einzigartige Entwicklung in der ARD. Die Skandalintendantin ist mit sofortiger Wirkung abberufen. Dafür stimmt 22 von 23 Rundfunkräten bei einer Krisensitzung. Damit wird formal die Vertragsauflösung in die Wege geleitet. Und nach Bildinformationen hat sich Frau Schlesinger auch nicht gegen ihre Abberufung gewehrt und auch keine Abfindung gefordert. Das ist also das dramatische Ende einer Karriere im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ein beispielloser Vorgang in der ARD.